denn meistens, und das ist jetzt quasi der Schwachpunkt hier im PvP für die Leute, die gerne abfarmen, diese Leute, die gerne abfarmen, haben keine Freunde. Ja? Hi Leute und ein ganz herzliches Willkommen. Ein neues Diablo 4 Video steht an und wie ihr schon gelesen habt, geht es heute ums PvP. Ich möchte ein Update dazu machen. Es gibt ja schon eine Videoübersicht von mir zum PvP, zu den Feldern des Hasses. Das habe ich bereits vor Release für euch gemacht und ich möchte quasi dieses Video updaten mit dem heutigen Video und euch ein bisschen meine Erfahrungen näher bringen. Ich habe mittlerweile, ich glaube, 18.000 roter Staub, so in etwa. Und ihr seht im Hintergrund auch, was hier eingeblendet wird, blende ich aus einem guten Grund ein. Denn das ist letztendlich Gameplay von einem Stream von mir, wo ich mit einer Gruppe ins PvP gegangen bin. Und da starten wir auch schon mit meinem ersten großen, größten Tipp eigentlich auch für euch, falls ihr Interesse am PvP habt oder falls ihr zumindest sagt, mich interessieren diese Belohnungen, denn ihr habt im PvP durchaus Vorteile. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, okay, das ist gar kein Grund, da reinzugehen, denn es gibt hier ein paar Faktoren, die schon einen Unterschied machen. Nämlich, ihr kriegt ja diese Scherben, die gedroppt werden von Monstern, von teilweise Kisten, von den Events. Und da bekommt ihr diese Scherben oder Samen, wie auch immer, und die müsst ihr dann reinigen an diesen Altaren, die ihr gerade auch auf der Map gesehen habt. Das sind dann, wir zeigen es nochmal ganz kurz einfach am besten, die 1, 2, 3, 4, oben gibt es noch eine größere PvP-Zone und an diesen müsst ihr dann diese gefundenen Samen reinigen oder zermahlen. Und wenn ihr dieses Ritual quasi schafft, ohne dabei getötet zu werden, dann habt ihr in eurem Inventar dann diesen roten Staub. Und diesen roten Staub könnt ihr einfach bei den Händlern in dieser Stadt, wo wir gerade gestanden sind, einlösen. Zum Beispiel nämlich bei einem sozusagen PvP-Kuriositätenhändler. Ja, aber dieser PvP-Kuriositätenhändler hat halt ebenfalls wie der normale Kuriositätenhändler vielleicht ganz coole Items für euch im Gepäck, ja, die euch einfach allgemein helfen können, Progress zu bekommen. Und was ist besser als ein Kuriositätenhändler? Zwei Kuriositätenhändler, oder? Und deshalb ist es natürlich eine spannende Frage, sollte man vielleicht ins PvP gehen? Ich zeige euch das nämlich aus gutem Grund hier im Hintergrund. Es geht eigentlich gut was ab. Bei Events ist es so, wie ich es vor Release vermutet hatte. Ihr bekommt Obolusse und diese Samen des Hasses. Das heißt, Events lohnen sich im PvP doppelt für euch. Ja, und man hat sozusagen zweimal Progress eigentlich in einem, wenn man die Events im PvP macht. Aber, und das ist halt nun mal der größte Punkt, wenn ihr alleine reingeht, seid ihr sehr, sehr stark in Gefahr, dass ihr abgefarmt werdet. So war meine Erfahrung, als ich reingegangen bin. Ich war an zwei verschiedenen Tagen allein im PvP und hatte da überhaupt keinen Erfolg, auch nicht mal diese Samen zu zermahlen, also dieses Ritual zu Ende zu bringen, weil bis dahin schon jemand angerauscht gekommen ist und mich umgekillt hat. Was ich bisher nicht klar bekommen habe, ich war nicht fürs PvP markiert und trotzdem wurde ich umgehauen. Und ich habe auch die Rückmeldung im Stream bekommen, dass es anderen auch so ging. Es kann jetzt sein, dass es teilweise so eine Phase gibt. Wie ihr seht, hier droppt auch einzigartiges Gear. Es ist so wahrscheinlich, dass es manche Phasen gibt in diesen PvP-Zonen, wo ihr allgemein Hackfleisch werden könnt, auch wenn ihr nicht fürs PvP markiert seid. Das ist meine Vermutung bisher, denn ansonsten kann ich mir keinen Reim draus machen, denn wir haben hier auch Spieler getroffen, selbst wo wir fürs PvP markiert waren, dass wir diese Spieler nicht angreifen konnten. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, nicht angegriffen werden zu können, aber ich kann euch bisher keine Regel sagen, wovon das abhängt. Es kann sein, dass es Phasen gibt im PvP, und Zeiten gibt, wo ihr einfach Frischfleisch seid für alle, die euch umhauen wollen. Und dass es Zeiten gibt, wo ihr safe seid, wenn ihr nicht fürs PvP markiert seid. Wenn ihr fürs PvP markiert seid, sollt ihr wohl bessere Drops kriegen, was die Samen des Hasses angeht. Und ihr könnt diese bestimmten PvP-Kisten aufmachen, wo meistens auch noch sehr viel von diesen Samen des Hasses drin sind. Die Gefahr ist natürlich, dass ihr viel, viel häufiger angegriffen werden könnt. Aber das lässt sich sehr, sehr gut kompensieren. Wie ihr seht im Hintergrund, ich könnte dieses ganze Ding durchlaufen lassen. Hier, ihr werdet kaum einen Moment sehen, wo wir mal angegriffen wurden und vor allem keinen Moment finden, wo wir erfolgreich angegriffen wurden. Also deswegen mein Haupttipp heute im Video, macht eine Gruppe. Wenn ihr in PvP rein wollt,
Wenn ihr die Cosmetics haben wollt oder diesen quasi doppelten Kuriositätenhändler sozusagen mit Obolussen und den anderen mit dem roten Staub, macht eine Gruppe, geht ins PvP, zwei, drei Leute dabei zu haben und ihr seid hier ziemlich, ziemlich safe. Und das wundert mich jetzt rückblickend oder beziehungsweise ist schön, dass ich diese Erkenntnis gewinnen konnte. Denn meistens, und das ist jetzt quasi der Schwachpunkt hier im PvP für die Leute, die gerne abfarmen, diese Leute, die gerne abfarmen, haben keine Freunde. Ja? Und da die keine Freunde haben, kommen die dann auch nicht. Weil die wissen, die kriegen dann von drei Leuten oder von einer Vierergruppe kriegen sie sehr, sehr wahrscheinlich aufs Maul. Und davor haben sie Angst. Deswegen kommt keiner. Ja? Und das ist der Punkt, den ihr für euch ausnutzen könnt und sagen könnt, ich möchte doch PvP spielen. Ich möchte doch hier dieses Erlebnis haben und mehr rausbekommen können in einer kürzeren Zeit. Denn ich habe schon den Eindruck, dass man hier sehr gut Items bekommen kann und gerade durch den zusätzlichen Kuriositätenhändler durchaus Vorteile hat. Und natürlich auch noch PvP-Cosmetics und PvP-Pferd bekommen kann mit dem roten Staub. Also Gruppe machen und dann erstmal genießen, ja. Und ihr, wenn ihr zusammenbleibt in der PvP-Zone, seid ihr ziemlich, ziemlich gut dabei, dass ihr geschützt seid. Denn selbst wenn mal jemand kam, bei mir jetzt in diesem Gameplay, in diesem Stream jetzt, es ging jetzt auch fast 2 Stunden lang, wenn mal jemand kam, war er doch nicht stark genug, um einen von uns umzuklatschen. Und wir haben hier eigentlich eine sehr gute Zeit gehabt. Falls ihr eine Frage noch habt zum PvP, was für euch wichtig wäre, fragt es gerne in den Kommentaren. Was ich euch abschließend vielleicht noch mitgeben möchte, ist die Erkenntnis, dass diese Samen des Hasses, die droppen von Monstern und aus Truhen und so weiter, dass die nicht gleichmäßig aufgeteilt werden in der Gruppe, sondern der Erste, der es aus der Gruppe schnappt, der bekommt es und hat es. Ja? Selbst wenn sich jemand einzeln aus der Gruppe markiert fürs PvP, könnt ihr ihn aus der Gruppe nicht angreifen und er euch auch nicht. Das heißt, ihr seid da safe. Das sind auch noch 2 Knackpunkte, glaube ich, die für manche Leute interessant zu wissen sind. Und in diesem Sinne bin ich durch eigentlich für das, was ich heute fürs PvP loswerden wollte. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ich werde wieder ins PvP gehen, aber definitiv nicht allein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr mal reinguckt. Und kommt auch gerne auf Twitch vorbei, falls ihr mal da reinschauen möchtet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.